Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wo finden wir Freude in dieser Zeit? Im Psalm 34 steht, wer zum Herrn aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Vers 6 ist das. Und das hat David auch schon erfahren, dass Gott seine Zusagen hält und er wird auch dich nicht enttäuschen. Hoffnung um 12, auch heute wollen wir dich ermutigen. Ja, 2 Jahre Hoffnung um 12, darüber möchte ich etwas sagen. Und lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, wir haben Jubiläum, 2 Jahre Hoffnung um 12. 1. April 2020, die Pandemie hat begonnen, wir hatten wirklich die Freude, Menschen zu ermutigen. Zu der Zeit ging ja gar nichts mehr und es hat uns wirklich Freude gemacht und viel, viel Freude hat uns jede Reaktion gemacht, die wir erhalten haben, ganz besonders die Gebetserhörungen, die von hier aus gestartet sind, möchte es mal so sagen. Wir haben 228 Sendungen gemacht bis heute und wollen auch weitermachen. Und ja, die Pandemie ist vielleicht bald zu Ende und schon ist ein neues Ding da, der Krieg und so weiter. Ich glaube, auf dieser Erde wird es immer etwas geben, wo wir Ermutigung brauchen. Und das macht uns Freude, euch zu ermutigen. Wir werden wiederum ermutigt, wenn ihr uns eure Reaktionen schickt. Ich möchte wirklich sagen, Isolde ist da in der Woche so am Vorbereiten, von all dem zu sammeln und aufzuschreiben und die Gebetsanliegen aufzuschreiben, aber auch das, was reinkommt, das ist eine große Arbeit. Ihr wisst, dass wir schon über ein Jahr dieses Studio haben. Und das Studio ist so praktisch, dass eine Person das bedienen kann. Das hat meistens Dörte gemacht, die hinter der Kamera am Regiepult sitzt und die Kameras bedient. Und da auch ein großes Dankeschön. Es ist einfach schön, da weiterzumachen. Und wenn wir hier Platz nehmen, so aus der Hektik vom Alltag raus, fühlen wir auch so einen richtigen Frieden. Es ist so ein richtig schöner Platz hier, wirklich da etwas weiterzugeben. Ja, Hoffnung in schwierigen Zeiten. Die Zeiten sind immer noch schwierig, anders schwierig, aber schwierig. Und wir haben aber einen Gott, der wirklich gleich geblieben ist. Er hat die gleiche Kraft, die gleiche Macht. Er kann genau dasselbe noch. Und das wollen wir auch weitergeben in jeder Sendung. Gott erhört Gebet. Vielleicht nicht so schnell, wie wir es wollen, aber Gott erhört Gebet. Ermutigungen, Erhörungen, das ist das, was wir wirklich weitergeben möchten. Denn du kannst dann sagen, das ist schon passiert, ich habe es gehört, ich möchte es weitergeben. Und ich sage dir, glaube auch weiter an das Unmögliche. Wir tun es auch. Manchmal ist es schwer, weil es bis kurz davor so schwierig ist. Und dann kommt ein Durchbruch, den wir auch dir wünschen. Danke, Herr, dass wir jetzt 2 Jahre diese Sendung machen durften. Und danke, Herr, dass du uns weiterhin auch Gelingen schenkst, auch alles, was wir brauchen dazu. Ich danke dir dafür. Danke, Herr. Herr, dass du Großes tust, auch in Zukunft. Herr, noch viel, viel Größeres. Und Herr, danke, Herr, dass wir Menschen ermutigen dürfen. Amen. Amen. Und wir dürfen heute auch wieder Zeugnisse hören, was Gott getan hat. Aber zuerst möchten wir für die Anliegen beten, die hereingekommen sind und die ich ausgesucht habe. Eine Frau bittet für ihren 84-jährigen Mann um Gebet. Mein Ehemann ist mit akutem Nierenversagen im Krankenhaus. Bitte betet um Weisheit für die Ärzte sowie um Heilung und Errettung. Vielen herzlichen Dank. Jesus, und wir danken dir, dass du diesen Mann kennst und auch diese Nieren berührst und wieder in Ordnung bringst. Danke, dass du auch den Ärzten Weisheit gibst und dass dein Heilungsstrom gerade jetzt durch seinen Leib fließt, dass er vollkommen gesund ist und dass du eingreifst. Danke, Jesus. Aber dass er auch dich erkennt, dass er
ja, errettet wird, so wie diese Frau schreibt. Und ich danke dir, dass er dich erkennt, dass du zu seinem Herzen redest und dass er dein Wirken erkennt, an seinem Leib auch, an seinen Nieren. Danke, Jesus, dass du der Herr bist, auch über ihn, und dass wir Fürbitte tun dürfen für ihn. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns ihr Anliegen. Liebe Geschwister, ich brauche Gebetsunterstützung. Ich schrecke nachts aus dem Schlaf. Herzrasen, Atemnot, Angstzustände. Ich komme nicht mehr in einen ruhigen Schlaf. Besonders diese Angst ist sehr, sehr unangenehm. Ich bin grundsätzlich kein ängstlicher Mensch. Ich möchte aber nicht verschweigen, dass es in den letzten Wochen einige belastende Ereignisse in meinem Leben gab und ich es nicht schaffe, diese ans Kreuz abzugeben. Das macht mich sehr, sehr traurig. Ich danke für euer Gebet und liebe Grüße. Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst und die nicht mehr schlafen kann, weil sie Angst hat, weil sie solche Belastungen hat und Bedrückungen hat, dass sie nicht mehr schlafen kann. Und ich danke dir, Jesus, dass wir diese Bedrückungen an dein Kreuz bringen dürfen und dass wir wirklich diese Last auch entmachten dürfen durch das Blut, Jesus. Danke, Jesus, du hast alle Last und Bedrückung ans Kreuz genommen. Und ich danke dir, dass auch diese Frau frei ist von ihren Ängsten und von ihren Bedrückungen. Danke, Jesus, dass du eingreifst in ihr Leben, dass sie wirklich das verspüren darf, dass sie frei wird von diesen Lasten, dass sie entmachtet sind und dass sie an deinem Kreuz sind. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Lass es uns wissen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Fürbitte für einen Mann, der den Krieg erlebt hat und Hilfe braucht. Bitte betet für meinen Arbeitskollegen. Er hat Krieg und Tod im Irak erlebt und kann seitdem nicht mehr schlafen oder an einen Gott glauben. Wow, ich glaube, bei der heutigen Situation, auch mit der Ukraine, dass es vielen so geht. Und da möchten wir jetzt wirklich beten. Herr, ich danke dir dafür, Herr. Herr, auch für diesen Menschen, Herr, für diesen Mann, der den Krieg erlebt hat und die ganzen Bilder in seinem Kopf sind, Herr, dass er wirklich diese Bilder losbekommt, dass er es abgeben kann, an dich abgeben kann. Und danke, Herr, Herr, für die vielen Menschen, die jetzt Kriegsbilder, Herr, im Kopf haben, sei es über die Medien oder auch direkt in Erfahrung vom Krieg gekommen sind. Herr, ich danke dir dafür. Lass ihnen wirklich deine Liebe ganz nah werden. Herr, deine Geborgenheit, deine Hilfe. Herr, lass wirklich jetzt auch, Herr, wir feiern bald Ostern, Herr, wirklich dein Kreuz als Abladestelle sein, Herr, für all die Not, die Schmerzen, die die Seele erlitten hat. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, schenk wieder Freude, selbst in diesen Tagen, Herr. Herr, Freude, innerliche Freude, Herr, weil du mit uns bist, weil du bei uns bist. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und ein Mann, der 7 Bandscheibenvorfälle hat, schreibt uns per E-Mail. Habe folgendes Gebetsanliegen. Leide unter starken Rückenschmerzen schon seit Jahren. Es drücken 7 Bandscheibenvorfälle im Halswirbelbereich und habe chronische Schmerzen. Seit 15 Jahren keinen Schlaf dadurch. Brauche dringend Heilung. Bitte betet. Oh, danke, Herr, dass wir auch da zu dir kommen dürfen. Danke, Herr. Herr, du kennst jede Bandscheibe. Du siehst, wo sie sitzt und wo sie falsch sitzt, wo sie auf die Nervenbahnen drückt, wo sie Schmerzen verursachen. Und Herr, wir dürfen in deinem Namen Jesu befehlen, diesen Bandscheiben die richtige Stellung einzunehmen, die Nervenbahnen den richtigen Platz einzunehmen und dass die Schmerzen verschwinden in deinem Namen, Jesu. Ich danke dir dafür, dass du der Gott bist, der da heilt. Amen.
Amen. Es geschieht so viel Wunderbares, was Gott tut an den Menschen. Und wir bekommen immer wieder Zuschriften und Zeugnisse, wo Menschen uns das berichten und wir möchten euch ermutigen dadurch. Und ein Mann schreibt, ich kann wieder laufen und Auto fahren. Ich habe eine wunderbare Gebetserfahrung erlebt. Ich kann wieder laufen und Auto fahren und noch manch andere kleine Dinge darf ich erfahren durch euer Gebet. Dafür bin ich Gott unendlich dankbar. Das ist doch nachvollziehbar, wenn man wieder laufen kann und Auto fahren. Wie wunderbar. Und eine Frau aus der Schweiz schreibt uns, es hat geklappt. Ich habe nun eine gute Arbeitsstelle und kann morgen damit beginnen. Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung meines Gebetsanliegens. Ja, und Gott ist auch unser Versorger. Wie schön. Eine Mutter berichtet dieses berührende Zeugnis von ihrem Sohn. Mein Sohn kam mit 4,6 Promille in die Intensivstation. Er rang mit seinem Leben. Mir wurde mitgeteilt, wenn er 30 Minuten später eingeliefert worden wäre, wäre er verstorben. Ich wandte mich an den Herrn und bat auch euch um Gebetsunterstützung. Gott hat gewirkt. Nach der Klinik kam er auf meine Bitte in eine christliche Nachsorgeeinrichtung. Er fühlte sich dort wohl und begann an sich zu arbeiten. In einer weiteren Einrichtung, die ihn auf das Leben draußen vorbereitete, befasste er sich mit Chemie. Er wollte studieren, was als Erwerbsminderungsrentner eigentlich unmöglich war. Er hat es geschafft. Für Gott ist alles möglich. Er ist jetzt schon 9 Jahre trockener Alkoholiker. 2023 wird er sein Bachelorstudium für Chemie und Anlagentechnik abschließen und überraschte mich mit der Aussage, dass er auch seinen Master absolvieren möchte. Das mit knapp 40 Jahren. Ich bin so stolz auf ihn und danke Gott unendlich dafür. Für ihn ist nichts unmöglich. Was für eine grandiose Lebenswende. Und für Gott ist wirklich nichts unmöglich. Das hat uns sehr gefreut. Und noch ein Zeugnis aus der Schweiz. Eine Frau schreibt, Gott sei Dank, meine Halswirbelsäule wurde heute geheilt. Alle Schmerzen sind seit Daniels Gebet verschwunden. Ich spürte eine große Berührung an meinem ganzen Körper. In meinen Beinen fühlt es sich jetzt noch wie Balsam an. Ich glaube, Gott hat Großes an Heilung und Wiederherstellung bewirkt. Vielen herzlichen Dank für eure Gebete. Ist Gott nicht großartig, was er an uns Menschen tut? Und wenn du es noch nicht erlebt hast, dann gib nicht auf und bleibe dran. Gott kann auch für dich Unmögliches tun. Ja, wie wunderbar. Gott kann auch an dir was Wunderbares tun. Er hat es vielleicht schon getan. Lass es uns wissen. Schreibe uns an die bekannten info@missionswerk oder gebet@missionswerk. Und lass es uns wissen, wir würden es gerne hier vorlesen. Ich möchte dir Danke sagen. Wir möchten dir Danke sagen, dass du so viele Mal schon zugeschaut hast. Ich weiß, es gibt viele, die wollen keine Sendung verpassen. Heute ist mein Tipp ein ganz anderer. Nimm dir mal 5 Personen vor, die du gern hast und sage ihnen, dass es diese Sendung gibt. Sage ihnen, wo sie es anschauen können, dass sie auch das erleben, was du erlebt hast. Und gerne kannst du uns dein Anliegen schicken. Wir beten dafür. Auf gebet@missionswerk.de, wie wir schon gesagt haben, oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ja, heute nochmal zum Abschluss unser Jubiläum heute, 2 Jahre Hoffnung um 12. Sage es anderen weiter. Abonniere selbst diesen Kanal, falls du ihn noch nicht abonniert hast und drücke auch die Glocke, dass du erinnert wirst. Du kannst es auch liken oder teilen und so multipliziert sich auch das, dass andere es sehen können. Nächste Woche am Freitag haben wir unsere Gebetsnacht am Tag. Wir haben sie nochmal online, weil bislang war noch nicht klar, ob man ohne Maske das tun darf. Wir machen es nochmals online, nächsten Karfreitag, 14 Uhr. Auch da kannst du online deine Anliegen schicken
und kannst wirklich mit teilnehmen. Es wird den ganzen Karfreitagnachmittag stattfinden. Sei mit dabei. Und wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst und auch bis zum nächsten Mal. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.